Sturmgötter. Sturmgötter sind Götter, die man für die Stürme verantwortlich macht. Sturmgötter spielen in vielen Religionen eine Rolle. Sturmgötter gibt es zum Beispiel bei den alten Griechen. Zum Beispiel Zeus gehört zu einem typischen Sturmgott, einem Gewittergott, Donnergott. Auch der römische Jupiter, der mit Zeus in Verbindung gebracht wurde, war eben ein Sturmgott. Und auch der germanische Thor war ein Sturmgott. In den Veden wird manchmal Rudra als der ursprüngliche Sturmgott bezeichnet. Rudra heißt ja der Brüllende. Und das kann man sich durchaus vorstellen, dass im Sturm jemand brüllt. Es gibt da nicht nur einen Sturmgott, Rudra, sondern Rudra gibt es auch 11. Es gibt die 11 Rudras und die 11 Rudras sind die Sturmgötter. Und dort gibt es den einen Rudra, den Hauptrudra, und die 11 Rudras werden als die Söhne Maruts bezeichnet, beziehungsweise werden auch als die Söhne Rudras bezeichnet. Rudra wird später Shiva bezeichnet und er ist der Ursprung Sturmgott und seine Söhne sind auch die Rudras. Im übertragenen Sinn entsprechen Sturmgötter der stürmischen Natur. Manchmal kann man nicht warten, manchmal kann man nicht gelassen voranschreiten. Manchmal gilt es, schnell zu sein. Und manchmal gilt es, vorweg zu stürmen, vielleicht auch mal laut zu sein und intensiv tätig zu sein. Und so hat jeder Mensch in sich auch diese Sturmgötter. In der modernen Zivilisation werden die Sturmgötter selten geweckt. Und auch im klassischen Yoga geht es eher um Gelassenheit und Beständigkeit. Aber es gibt zum Beispiel auch in der tantrischen Spiritualität durchaus auch intensivere Gefühlsregungen. Und auch bei den Griechen gab es die dionysische Spiritualität, die auch besonders heftige Gefühle beinhaltet. In diesem Sinne hat jeder Mensch auch Sturmgötter in sich, die er auch in sich aktivieren kann. Die Sturmgötter können ihn auch zu schlimmen Handlungen veranleiten, zu Verbrechen und Gewalt. Sie können ihn aber auch dazu veranlassen, intensiv voranzubrechen und aus der Bequemlichkeit des Alltags hinauszugehen. Wenn du deine inneren Sturmgötter zum Vorschein bringen willst, dann achte aber auf Ahimsa, auf physisches Nichtverletzen anderer.